Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer und einer neuen Ausgabe von einem weiteren Verkaufsvideo. In dieser Videoserie zeige ich dir einfach, wie du im Fitnessstudio Mitgliedschaften verkaufen kannst oder wenn du selbstständig Personal Trainer bist, wie du einfach selbstständig dich als Personal Trainer verkaufen kannst, wenn du eben im Kundengespräch bist. Und heute kümmern wir uns mal ein bisschen um die Emotionen hinter den Trainingszielen. Das heißt, über Emotionen kann man natürlich immer viel, viel besser verkaufen. Und wenn du das letzte Video verpasst hast, wo ich dir die Ja-Straße vorgestellt habe, unbedingt hier nochmal anschauen, auch sehr, sehr wichtig, um eben im Verkauf weiterzukommen. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema, und zwar zu den Emotionen im Verkaufsgespräch. Okay, jeder hat ja irgendwelche Trainingsziele. Das heißt, ob du entweder abnehmen möchtest, ob du deine Ausdauer trainieren möchtest, ob du deine Rückenschmerzen loshaben möchtest. Irgendwer hat immer irgendwelche Trainingsziele. Und das Ganze sieht jetzt so aus, dass das hier, das kann man zum Beispiel gut mit einem Eisberg vergleichen. Dass du jetzt hier das Wasser hast, ja, kennt man ja oft auch aus der Psychologie. Hier hast du den Eisberg, ja, hier ist die Spitze. Und das, was man nicht sieht vom Eisberg, das ist das alles, das komplette hier unten. Ja, das ist ja häufig so bei Eisbergen. Und das ist jetzt eben das ganz, ganz normale Trainingsziel, was die Leute irgendwie die am Telefon sagen, was sie am Anfang sagen. Zum Beispiel eigentlich das Standardding ist eigentlich zum Beispiel dieses fitter werden. So, und wenn wir jetzt dieses Fitterwerden hier haben, dann kann ich euch zu 100% versichern, dass das nicht der wahre Grund ist, warum die Leute eben zu uns ins Fitnessstudio kommen. Das ist nämlich ein ganz anderer. Und zwar sind es nämlich die Emotionen hinter dem Trainingsziel Fitterwerden. Und heute möchte ich dir eben zeigen, was es erstmal für Emotionen sein können und vor allem mit welchen Fragen du diese Emotionen rausfinden kannst, damit du sie beim Abschlussgespräch gegenüber deinen Konditionen stellen kannst und so eben besser verkaufen kannst. Machen wir das Ganze mal fest an einem Beispiel jetzt. Also wir haben jetzt hier einmal das Fitterwerden. Dann bohrst du ein bisschen nach. Okay, Fitterwerden ist jetzt ein ziemlich allgemeines Trainingsziel. Was bedeutet für dich denn fit sein? Okay, dann sagen sie vielleicht, okay, fit sein bedeutet mich, einfach schlanker zu sein. Ich möchte ein bisschen abnehmen. Ja? So, dann sagst du, okay, an welchen gibt es irgendwie bestimmte Körperpartien, an denen du abnehmen möchtest? Irgendwo, wo es dich am meisten stört. Ja, das gibt es auf jeden Fall, wenn wir jetzt so von einer Frau ausgehen, die Mitte 20 ist oder sowas und ein bisschen übergewichtig ist, dann sagt sie, ja, auf jeden Fall, ich möchte gerne am Bauch, Beine, Po abnehmen und auch ein bisschen die Oberarme, dass die ein bisschen straffer sind. Okay, alles klar, dann weiß ich schon mal ein bisschen mehr wieder über dich Bescheid. Dann, wie viele Kilos möchtest du denn abnehmen? Ja, so 10 Kilo habe ich mir schon mal so vorgestellt. Okay, 10 Kilo. Fragst du vielleicht nach, okay, hast du da vielleicht schon mal was gegen unternommen in dem letzten Jahr oder sowas? Sagt sie, ja, ich habe schon viele Diäten gemacht. Ja, und ihr merkt jetzt schon hier, wir kommen jetzt hier immer tiefer rein, wir gehen jetzt immer hier tiefer in die Materie rein, immer weiter runter an dem Eisberg, bis wir quasi hier unten zu den Emotionen kommen. Dann machen wir einfach mal weiter. Ja, ich habe schon viele Diäten gemacht und so weiter und will auch schon mal laufen, aber es hat irgendwie alles nicht ganz so gut geklappt. Und deswegen bin ich jetzt eben hier. Okay, wie lange überlegst du denn schon, dass du mal ins Fitnessstudio kommen möchtest? Wie lange spielst du denn schon mit dem Gedanken? Ja, das ist jetzt schon ein Jahr lang her und sowas alles und blablabla. Und warum hat es dann so lange gedauert? Ja, ich habe mich nicht getraut und so weiter. Und dann fragst du vielleicht noch mal weiter. Okay, gibt es jetzt eigentlich bestimmte Alltagssituationen, wo dich hier der Bauch, Beine, Po und die Oberarme irgendwie am meisten stören? Ja, eine sehr, sehr wichtige und gute Frage. Dann sagt die dir, wenn du genug Vertrauen aufgebaut hast und wenn sie ein bisschen offen ist, sagt sie dir vielleicht, okay, beim Baden stört mich das immer extrem, weil meine Freundinnen alle immer gut aussehen und ich nicht. Und beim Shoppen stört mich das auch immer extrem, weil ich einfach nie so wirklich Kleidung finde, in der ich richtig gut aussehe, was natürlich auch dann an meinem Gewicht dann liegt. Ja, okay, dann bohrst du wieder weiter nach. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen emotionaler geworden hier. Und jetzt kommen eben die starken Emotionen. Okay, dann fragst du wieder nach. Gibt es denn irgendwas, was du schon immer mal anziehen wolltest? Irgendwas, was du schon immer mal anziehen wolltest, aber du nicht anziehen kannst aufgrund deines Gewichtes? Dann wird sie dir vielleicht verraten, okay, ich wollte schon, oder ich sehe den ganzen Sommer lang, immer sehe ich junge Frauen in einem Sommerkleid, in einem kurzen Sommerkleid. Und das möchte ich unbedingt auch mal anziehen, aber ich sehe einfach nie darin gut aus. Ja? Dann kannst du dir sagen, okay, kurzes Sommerkleid, hast du schon mal eine sehr, sehr starke Emotion. Ja? Das heißt, sie sieht die ganze Zeit im Sommer andere Mädchen mit kurzen Sommerkleidern rumrennen, findet es total schön, dass die anderen Mädchen das alle anziehen können, aber sie selber, sie kann es nicht anziehen und deswegen ist sie jetzt vielleicht ins Fitnessstudio gekommen, damit sie diesen Sommer wieder oder auch mal wieder so ein Sommerkleid anziehen kann und auch darin top aussieht. Dann kannst du noch ein bisschen weiter fragen, okay, wie sieht denn dieses Sommerkleid aus? Hast du irgendwie eine Lieblingsfarbe oder sowas? Dann sagt sie, ja, auf jeden Fall, ich hätte gerne ein grünes Sommerkleid mit, ja, das ungefähr so bis zu den Knien geht oder sowas, ja.
Und ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein Trainingsziel, was sehr, sehr emotional ist. Und dieses emotionale Trainingsziel kannst du dann eben gegenüberstellen, okay, du möchtest dieses Ziel bei uns erreichen, dann gibt es eben diese Konditionen bei uns. Ja, und eben eine grüne Sommerkleid ist eben schon sehr, sehr emotional, weil sie eben immer im Sommer diese Emotion hat, dass sie die anderen Mädchen sieht im Sommer, wenn sie halt rumlaufen und in dem Kleid gut aussehen und sie selber kann es halt nicht machen. Und jetzt werde ich dir nochmal zeigen, mit welchen Fragen du genau eben an diese ganzen Emotionen immer rankommst. So, um die Emotionen hinter dem Trainingsziel herauszufinden, hat sich eben Folgendes bewährt. Wenn du das Ganze in drei Spalten aufteilst, einmal in Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft. Was kannst du denn hier bei der Vergangenheit alles fragen? Zum Beispiel, seit wann möchtest du denn schon abnehmen? Seit wann besteht denn schon der Wunsch zum Abnehmen? Seit wann möchtest du denn oder hast du denn schon Rückenschmerzen? Falls du Rückenschmerzen hast, warst du deswegen schon mal beim Arzt? Falls ja, was hat denn der Arzt alles zu dir gesagt? Meistens hat er dann gesagt, du musst Muskulatur aufbauen und ins Fitnessstudio gehen, also wieder gut für uns. Oder zum Beispiel beim Gewicht wieder. Wie viel hast du denn in der Vergangenheit zugenommen? Hast du schon mal irgendwelche Diäten ausprobiert? Was hast du denn dagegen alles unternommen? Werden sie dir vielleicht erzählen, okay, ich war schon mal laufen, hat aber nicht so gut geklappt, hab schon mal irgendeine Diät gemacht, hat auch nicht so gut geklappt und so weiter. Das heißt, hier in der Vergangenheit einfach ein bisschen rumfragen, was war denn in der Vergangenheit des Kunden alles so los? Da erfährst du dann auch schon mal wieder ein bisschen mehr. So, dann kommen wir hier in die Gegenwart. Und in der Gegenwart ist eigentlich meine Lieblingsfrage sozusagen, in welchen konkreten Alltagssituationen stört dich das denn besonders? In welchen konkreten Alltagssituationen merkst du das denn besonders, dass du zu wenig Ausdauer hast, dass du übergewichtig bist oder wo stört es dich am meisten? Und da werden dir dann die Leute schon mal so ein bisschen verraten, okay, bei der Ausdauer, ja, okay, ich merke es immer beim Treppensteigen oder wenn ich immer wandern gehe, dann habe ich nie mehr Ausdauer, ich bin immer der Letzte in der ganzen Gruppe. Da findest du auch zum Beispiel auch nochmal raus, beim Thema Gewicht zum Beispiel, ja, okay, es stört mich immer, wenn ich shoppen gehe oder immer, wenn ich beim Baden bin, bei den Damen jetzt zum Beispiel oder bei den Herren, ja, irgendwie, einer hat mir mal erzählt, es stört ihn in der Disco, weil er immer nur so enge, weil er immer nur so wie so Lauch aussieht in den ganzen T-Shirts. Also hier, die Frage ist auf jeden Fall sehr gut, auf jeden Fall merken, was stört dich denn da am meisten konkret? Dann kannst du dir noch fragen, welche Körperpartien möchtest du denn am meisten trainieren? Auch noch gut zu wissen, welche Körperpartien du im Training dann am meisten machen solltest oder wo du ein bisschen Fokus drauf legen solltest und wo du auf jeden Fall beim Training erklären solltest, wie denn sich jetzt die Körperpartien verformen, wenn sie das trainieren. Dann kommen wir mal ein bisschen hier in die Zukunft. Und zwar in der Zukunft kannst du fragen, was wärst du dann bereit dafür in Zukunft alles für zu tun, für dein Trainingsziel? Oder auch noch eine sehr, sehr gute Frage, stell dir mal vor, du wachst morgen früh auf, du hast deinen Traumkörper schon erreicht, du hast deine Rückenschmerzen sind weg. Was würdest du denn als erstes tun? Zum Beispiel wieder, Damen sagen gerne, okay, ich würde gerne shoppen gehen, ich würde mir irgendwas Neues kaufen, hatten wir ja vorhin mit dem grünen Kleid zum Beispiel, dass ich unbedingt mal ein grünes Kleid, Sommerkleid anziehen möchte. Oder wenn einer zum Beispiel Schmerzen hat in den Knien und im Rücken, dass er sagt, okay, ich würde wandern gehen, dann kannst du wieder nachfragen, okay, warum würdest du genau wandern gehen? Ja, ich bin mein ganzes Leben lang wandern gegangen und jetzt geht es halt nicht mehr aufgrund meiner Rückenschmerzen und ich würde so gerne mal wieder wandern gehen. Das ist so ein tolles Gefühl, wenn du oben auf dem Berg stehst und das kann ich halt jetzt nicht mehr haben. Und genau das sind eben diese Emotionen, diese Gefühle, die eben die Leute haben, warum sie zu uns ins Fitnessstudio kommen. Und jetzt hast du einfach mal schon mal so ein paar Fragen. Ich habe dir die unten in der Beschreibung nochmal zusammengefasst. Da kannst du dir nochmal durchlesen. Und jetzt verrate mir doch mal, was war denn deine Emotion, dein emotionales Trainingsziel, als du angefangen hast zu trainieren? Ich schreibe es hier auch als Kommentar unter diesem Video und du schreibst auch einen Kommentar unter diesem Video, was denn dein emotionales Ziel beim Training mal war. Wenn du das andere Video verpasst hast über Fragetechniken, schaust du auf jeden Fall noch an und ja, ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video geholfen. Jetzt weißt du so ein bisschen, wie du eben an die Emotionen vom Trainingsziel kommen kannst und kannst diese Emotionen halt am Ende im Abschlussgespräch gegenüber dem Preis stellen. Das heißt zum Beispiel, um eben diese Emotionen zu erreichen, gibt es eben diese und diese Kondition bei uns. Und du tust dich ja damit viel, viel leichter, weil eben die Leute Emotionen kaufen und eine Kaufentscheidung immer emotional entsteht und nicht rational. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Team Kneizig und ciao.